völlig klar ist, bestehende Gesetze sind mit konsequent anzuwenden und der Rechtsstaat mit Nachdruck zu verteidigen. Dafür steht die AfD. Das war Martin Hebner, Bundestagsabgeordneter der AfD aus Bayern, meine Lieben. Und so werden wir Herrn Hebner nicht mehr erleben, denn er liegt im Sterben. Ich muss mich in diesem Video ein bisschen zusammenreißen, denn ich bin so dermaßen wütend, ich kann es kaum in Worte fassen. Deswegen auch die Zigarette heute ausnahmsweise mal. Was mich so wütend macht, ist selbstverständlich nicht, dass Martin Hebner im Sterben liegt. Das macht mich eher traurig. Aber die Begleitumstände sind es, die mich, ja, die Familie von Martin Hebner hat sich mit einem Appell an die Öffentlichkeit gewandt. Sie ist voller Angst und sie ist mit den Nerven am Ende. Ich werde euch jetzt den Appell einmal vorlesen, damit ihr wisst, worum es überhaupt geht. Unser Vater und Ehemann Martin Hebner wird sterben. Es wird sich hier auch nur mehr um Tage handeln. Seinen nun etwas mehr als ein Jahr währenden Kampf gegen einen Hirntumor wird er verlieren. Die Situation in unserer Familie ist entsprechend mit Trauer erfüllt. Tatsächlich gab es nun auch in der näheren Vergangenheit Vorfälle, die diese Trauer auch mit Angst verbunden haben. Dabei geht es nicht um die Angst, ein Familienmitglied zu verlieren. Wir haben Angst um unsere Mutter und unseren todkranken Vater, seine letzten Tage unbehelligt zu verbringen. Wir haben lange gehadert, diese Zeilen zu schreiben. Im Grunde ist uns jegliche Couleur der Politik in diesen Tagen völlig egal. In einer Situation wie dieser werden andere Themen wichtiger. Aber die letzten Attacken auf das Haus, in dem ein Mensch im Sterben liegt, zwingen uns nun, einen Appell zu veröffentlichen. Zur Erklärung: Es ist nun schon seit vielen Monaten bekannt, dass unser Vater einen Hirntumor hat und an diesem sterben wird. Ich wusste es nicht. Dennoch lassen die Attacken auf ihn und sein Haus auch in den letzten Monaten nicht nach. Nachdem er seine erste Hirnoperation überstanden hat und wieder erste Schritte selbstständig gehen konnte, wurde er am Abend auf offener Straße attackiert. Hierbei ging es nicht um schlichtes Pöbeln, sondern um einen Mann mit einem Knüppel, der auf einen von Krankheit gezeichneten Menschen einschlägt. Kommentar der Polizei war, doch keine Anzeige zu erstatten, da dies zum einen wenig bringe und zum anderen im Zweifel zu noch mehr Aggressionen führen würde. Das müssen wir uns einmal vorstellen. Ich muss den Appell hier mal kurz unterbrechen, damit ihr auch versteht, über was wir hier überhaupt reden. Da wird ein todkranker Mann auf offener Straße, ein Mann von 61 Jahren, von einem Antifa-Anhänger attackiert. Und die Polizei rät dazu, keine Anzeige zu machen. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ganz unabhängig davon, was sind das für Anführungsstriche unten, Menschenabführung, die einen älteren, todkranken Mann auf offener Straße angreifen. Weiter mit dem Appell. Zu diesem Zeitpunkt hat sich unser Vater schon längst von jedweder politischen Bühne zurückgezogen. Wir haben es nicht öffentlich gemacht, da für uns Ruhe und Sicherheit viel wichtiger sind als ein Fingerzeig auf Teile unserer Gesellschaft. Heute Nacht hatte mein Vater aber wieder Besuch von der Antifa. Unter den Fenstern eines sterbenden Menschen wurden Warnungen mit dem Titel »Warm anziehen« und dem Konterfei einer dem schwarzen Block wahrscheinlich nahestehender Person an das
Haus geklebt. Drohungen dieser Art mögen auf viele andere harmlos wirken. Auf Menschen, die Tag und Nacht neben dem Bett eines Sterbenden wachen, hat das eine ganz andere Wirkung. Drohungen dieser Art verbreiten Angst in einer Zeit, wo es möglich sein sollte, sich von seinem Vater zu verabschieden. Es wird einem Menschen gedroht, der nun wahrlich auch für die Antifa kein Ziel mehr sein sollte. Warum aber wird in unserer Gesellschaft so etwas toleriert? Warum erheben sich in so einer Situation keine Kollegen aus dem Bundestag, auch anderer Parteien, um Situationen wie diese anzuprangern? Steht die richtige Parteifarbe inzwischen über Werten, die eigentlich für jeden Menschen selbstverständlich sein sollten? Warum unterstützt die Exekutive hier nicht und rät stattdessen zur Untätigkeit? Was sind das für Menschen, die die Familie eines Sterbenden bedrohen und dem Sterbenden nicht ein paar letzte schmerzlose Tage lassen? Wo ist die empörte Reaktion der Medien? Tatsächlich erhoffen wir keine Antwort auf unsere Fragen. Wir bitten aber um eines. Lasst unseren Vater und Ehemann in Frieden sterben und streut in diesem Haus nicht noch mehr Angst. Tja, meine Lieben, es ist ja nicht nur so, dass die Medien über diesen Fall, also die Massenmedien über diesen Fall nicht berichten. Vielleicht tun sie es noch, wer weiß. Es ist ja vor allen Dingen auch so, dass die Medien und die Politiker der Altparteien mit ihrer ewigen Hetze. Denn mittlerweile sitzen Abgeordnete in diesem Haus, die kann ich nicht anders bezeichnen als Rassisten. Gegen die Alternative für Deutschland verantwortlich sind für genau solche abscheulichen Taten. Ich hoffe, meine Lieben, dass das Karma all diese Mittäter irgendwann einholt.